Hallo Freunde und herzlich willkommen zur mittlerweile 12. Folge vom 3-Fragezeichen-Adventskalender. Und noch einmal ganz kurz zur Erinnerung, gestern haben wir hier diesen kleinen Textmarker gefunden. Und dann würde ich sagen, geht's auch gleich weiter mit der heutigen Folge. Dieser Ort ist verflucht, las Bob die Lösung laut vor. Was soll das? Ist das eine spezielle Warnung an Alois Scheiber? Der liebt doch Rätsel. Weiter kam er nicht mit seinen Überlegungen, denn in der Ferne gab es einen dumpfen Knall. Peter zeigte entsetzt auf den Berg. Da! Durch eine Explosion ist anscheinend eine Lawine ausgelöst worden. Überall im Hotel gingen die Lichter an. Zum Glück war es nur ein sehr kleiner Schneerutsch und der Spuk war schnell vorbei. Justus stiefelte den Berg hoch. Das war wieder eine Botschaft unseres Unbekannten. Los, vielleicht finden wir dort oben was. Am Ursprung der Lawine entdeckten sie Fußspuren. Klar konnte man im Abdruck des Profils Bergmann lesen. Wir sind auf der richtigen Fährte, rief Justus und verfolgten die Spuren bis zu einer kleinen Holzhütte. Die Tür war mit 2 Vorhängeschlössern gesichert. Plötzlich spürte er unter seinem Stiefel etwas Hartes im Schnee. Nun seht euch das an, Freunde. Jemand hat genau an dieser Stelle ein Schlüsselbund verloren. Entweder ist das ein Zufall oder eine Falle. So, Freunde, jetzt lese ich die heutige Aufgabe vor. Können die Detektive mit den seltsamen Schlüsseln die beiden Vorhängeschlösser öffnen? Welche 2 passenden Schlüssel müssen sie einsetzen? Und dann würde ich sagen, lösen wir doch diese rätselhafte Aufgabe heute. Jetzt prüfen wir doch hier einmal die möglichen Antwortmöglichkeiten. Sagt man das so? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Und zwar prüfen wir einfach mal, was schon mal ausgeschlossen werden kann. Und zwar Antwort Nummer 3, Schlüssel 1 und Nummer 7. Das kann ja gar nicht passen, weil wir hier 2 verschiedene Schlösser haben. Also ist Antwort Nummer 3 schon mal raus. So, dann haben wir Antwort Nummer 2, Nummer 4 und Nummer 7. Ich würde sagen, das passt auch nicht, weil Schlüssel Nummer 7 ist hier, denke ich mal, auch etwas zu klein. Vielleicht für das Schloss. Und bei Schlüssel Nummer 4, das kann nicht passen, weil der, ich weiß nicht, wie das hier heißt, der untere Teil vom Schlüssel, der dann durchs Schlüsselloch gesteckt werden soll, der ist spiegelverkehrt. Also das Schloss hat eine andere Richtung jetzt als der Schlüssel. Also würde ich sagen, kommt nur Antwort Nummer 1 in Frage, Schlüssel Nummer 2 und Nummer 3. Wenn man hier den Schlüssel, das untere Schlüsselende, was man dann ins Loch, ein Schlüsselloch steckt, dann ist das richtig herum. Und hier Nummer 3 ist auch ein bisschen dicker als Nummer 7 und Nummer 1 jetzt. Also würde ich sagen, ist das jetzt die einzige mögliche Antwort. Ich schaue mal, ob das richtig ist. Und Antwort Nummer 1 ist richtig. Jetzt suchen wir hier dieses Bild auf dem 3-Fragezeichen-Adventskalender. Jetzt suchen wir das eben gezeigte Bild auf dem 3-Fragezeichen-Adventskalender. Und ich muss mal gucken. Das ist hier oben. Was ist das denn hier schon? Das ist immer so schwer aufgehen, ne? Oh, warte mal, was ist das denn? Ich weiß nicht, vielleicht so Aufkleber oder Tattoos, irgendwie sowas? Ich lese euch einfach mal vor, was diese Bilder darstellen. Spuren am Tatort oder auch Beweisstücke müssen genau untersucht werden, denn oft entgeht einem bei oberflächlicher Betrachtung etwas Wesentliches. Bei diesen Stickern scheint es sich um normale Aufkleber mit einer Klebefläche zu handeln. Jedoch sind sie etwas Besonderes, denn sie bestehen eigentlich nur aus einer dünnen Folie, die sogenannte Adhäsionsfolie, die aber verblüffende Eigenschaften besitzt. Tipp: Einzelne Sticker mit der Schere einfach ausschneiden. Du kannst diese Adhäsionsfolien auf glatten Oberflächen haften lassen. Sie bleiben kleben aufgrund ihrer sehr glatten Unterseite, auch ohne Klebefläche, und hinterlassen daher auch keine Klebstoffreste, wenn man sie wieder entfernt. Versuche es einfach auf einem Spiegel, auf der Fensterscheibe oder auf dem Display deines Handys. Und so sieht das Ganze aus. Ja, Freunde, das war's denn jetzt auch schon mit der heutigen Folge vom 3-Fragezeichen-Adventskalender. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann dürft ihr selbstverständlich gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Gerne dürft ihr mich da draußen zum Schluss auch noch selbstverständlich gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr ab jetzt vorausgesetzt keine weiteren Videos vom Adventskalender verpassen möchtet. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss!